So, heute ist das wieder mit den Stäuben am Himmel vorbildlich. Aber wie gesagt, die Leute, die nicht kapieren, die Vorgänge mit Wasser, Wasserkondensation, Wasserwärmespeicherung, Wasserleitung und äußerliche Einflüsse dieser nanoskopischen Chemtrail-Stäube, die werden das einfach nicht kapieren. Allgemeines Krankenhaus. Eine Blindaufnahme, ich weiß nicht einmal, was es genau filmt, weil der LCD-Display nämlich auf der anderen Seite ist. A kdo si to tady hlásí? Kdo si to tady hlásí? Kdo se tady dělá wichtig? Co? No? Wer macht sich da wichtig? No? Nächste Sprühe im Norden von Floridsdorf. Glaubt man nur, dass nur im Norden. Ja, die fahren jetzt die nächste Sprühaktion über ganz Wien. Ja. Das ist jetzt da erst diese Stunde davon. Was hört man da immer für Ausreden? Ja, in verschiedenen Höhen, verschiedene Bedingungen, ja, dass in einer Höhe zu der oder jenigen Kondensationart kommt und in einer anderen Höhe eben wohl nicht. Ja. Also das ist jetzt eine zeitbedingte Sache. Ja. Ja, also jetzt eigentlich vor einer Stunde alle Höhen, ja, alle Höhen, keine Kondensstreifen und auf einmal in allen Höhen, alle Winkeln, alle Höhen, ja, da ist jetzt da wurscht, in welche Richtung man hinschaut, ja, und in welche Höhe der Flieger fliegt, das ist wurscht. Jetzt machen ausnahmsweise oder ausnahmslos alle, ja, und man sieht auch die Art des Ausbreitens und wie sich das ausbreitet, ja, wie das immer mehr und mehr sichtbar wird. Ja, das heißt, immer mehr und mehr Wasser kondensiert. Ja. Was ist, wenn sich etwas ausbreitet? Ja. Jetzt frage ich euch. Ja, weil wenn ihr alle Hauptschulzeugnisse habt, ja, dann frage ich euch alle, die diese Hauptschulzeugnisse, also positiv abgeschlossene Lehre oder Schule holt, ja, positiv abgeschlossene Hauptschule habt, ja, frage ich euch, was passiert, wenn eine Materie sich in Volumen ausbreitet? Was passiert? Ja, was passiert? Also für die, die das immer noch nicht kapieren, die das immer noch nicht wissen, die in der Hauptschule nichts gelernt haben, ja, wenn sich eine Materie verbreitet in dem Volumen, heißt es, sie erniedrigt
die Stoffdichte. Ja? Durch Ausbreiten einer Materie im Volumen bedeutet es Erniedrigung der Stoffdichte. Wenn sich jetzt quasi durch Ausbreiten von Kondensstreifen die Stoffdichte erniedrigt, na, was passiert? Wird das mehr sichtbar oder weniger sichtbar? Was passiert bei Erniedrigung der Stoffdichte? Ich frage das noch einmal, was passiert bei Erniedrigung der Stoffdichte? Automatische Verflüchtigung eines Stoffes. Ja? Wieso wird es nicht weniger sichtbar, bis es verschwindet beim Ausbreiten des Kondensstreifens? Ja, bla bla bla, Kondensstreifen. Wieso wird das immer mehr und mehr sichtbar? Weil sich die Stoffdichte gar nicht erniedrigt. Ja, weil das, was man immer mehr und mehr sieht, und immer in größerem und größerem Volumen, nicht die ursprüngliche, der ursprüngliche Stoff ist, der die Stoffdichte durch Ausbreiten erniedrigt, weil darum gar nicht geht. Die tatsächliche Stoffdichte oder Teilchendichte, die wird sehr wohl erniedrigt beim Ausbreiten. Aber das ist nicht das, was man sieht, sondern durch dieses Ausbreiten kondensiert drauf immer mehr und mehr Umgebungswasser. Und das ist das, was man sieht. Nicht den Staub, sondern drauf kondensiertes Wasser. Durch das Ausbreiten, Ausbreiten, Ausbreiten kondensiert darauf immer mehr und mehr Umgebungswasser, also Umgebungsluftfeuchtigkeit. Das ist das, was die meisten immer noch nicht kapieren, weil sie in der Hauptschule nichts gelernt haben. Ich sage das noch einmal, weil sie in der Hauptschule nichts gelernt haben.